Ein Ratschlag, den ich Ihnen jetzt schon geben möchte. Lesen Sie nicht weiter. Ich weiß nicht, wie Sie an diese Zeilen geraten sind. Ich weiß nur, dass sie nicht für Sie bestimmt sind. Das Protokoll des Grauens sollte niemandem in die Hände fallen, nicht einmal Ihrem größten Feind. Gleich auf der allerersten Seite ist das zu lesen in Sebastian Fitzeks neuem Buch Der Augensammler. Sebastian Fitzek hält uns also den roten, saftigen Apfel unter die Nase und sagt, nicht reinbeißen. Die Geschichte hat gezeigt, wir sind alle Sünder, schon in der Bibel steht's, und natürlich, auch ich habe gesündigt und habe natürlich weitergelesen, genauso wie ihr es wahrscheinlich machen werdet. Zumindest, wenn ihr die bisherigen Sebastian Fitzek Bücher mochtet. Erstmal ganz kurz zur Geschichte. Ich denke, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass es um den titelgebenden Augensammler geht. Das ist jemand, der zunächst die Mutter tötet, dann das Kind der Mutter entführt. Der toten Mutter hinterlässt ja immer eine Stoppuhr in der Hand. Die steht auf 45 Stunden und der Vater hat dann eben 45 Stunden Zeit, seinen Jungen oder sein Mädchen, sein Kind innerhalb dieser Zeitfrist zu finden, bevor es erstickt. Das ist ja erstmal nichts Neues. Das war ja schon im Internet zu lesen und viele von euch wussten es wahrscheinlich schon. Um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, es geht um einen Ex-Polizisten, der hat irgendwann in der Vergangenheit mal eine Entscheidung getroffen, die ihm den Job gekostet hat. Stattdessen ist er dann jetzt als Enthüllungsjournalist tätig und der ist auf der Suche oder auf der Spur des Augensammlers. Hilfe bekommt er irgendwann durch einen seltsamen Zufall, auf den ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte, von einer blinden Massagetherapeutin, kann man das so sagen, Massagetherapeutin, die sagt, sie habe den Augensammler massiert, sie hat ihn behandelt und als sie ihn berührt hat, hatte sie so eine Art Vision. Das ist für sie nichts Neues, das hatte sie in der Kindheit schon mal und das hat sie immer wieder mal, immer in besonderen Momenten. Und sie sagt eben, sie hätte den Augensammler bei sich in der Praxis gehabt. Der Protagonist glaubt der Sache erstmal nicht wirklich, aber es stellen sich immer wieder immer mehr Details heraus, die darauf hindeuten, dass die Frau recht haben könnte. Und so macht er sich tatsächlich zusammen mit Alina, so heißt die Therapeutin, auf die Suche nach besagtem Augensammler. Im Laufe der Geschichte fällt der Verdacht immer so ein bisschen mehr auf diesen Journalisten selbst, auf den Protagonisten, eben weil er Informationen hat, die er eigentlich nicht haben dürfte, aufgrund der Tatsache, dass Alina, die Therapeutin ihn immer wieder in die richtige Richtung lenken kann. Ja, und so kommt es dazu, dass er nicht nur auf der Suche nach dem Augensammler ist, sondern eben so ein bisschen auch auf der Flucht vor der Polizei. Ich habe das Buch gestern Nachmittag gekauft. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es schon erschienen ist. Ich habe das in Kossis letztem oder vorletzten Video gesehen oder gehört vielmehr. Gezeigt hat sie es ja nicht. Sie hat gesagt, sie hat es schon zu Hause. Ich dachte, es erscheint erst Anfang nächsten Monat und ich habe es mir dann gestern tatsächlich gekauft. Das lag auch bei uns schon in der Buchhandlung und dann heute gelesen. Und trotz des Umfangs, es ist jetzt kein super umfangreiches Buch mit knapp 450 Seiten, ist es ein Buch, das man wirklich so in einem Rutsch lesen kann. Und das empfehle ich auch unbedingt, weil das, ja, wie soll ich das am besten sagen, es sieht einen einfach in die Geschichte rein. Die ganze Situation wirkt aussichtsloser und so weiter. Es ist sowieso ein Höllentrip. Es ist gar nicht mal so, dass das Buch so ultra blutig ist oder so. Ich habe schon Bücher mit deutlich härterem Inhalt gelesen. Das Buch berührt eher auf einer anderen Ebene. Erstens eben, weil es um Kinder geht. Es wird also auch die Situation des aktuell entführten Kindes immer wieder beschrieben. Das ist sicherlich eine Sache, die vielen nahe geht, mir zumindest, vielen von euch wahrscheinlich auch. Und es ist eben die Tatsache, dass einige beschriebene Szenen doch recht brutal sind. Ich gebe nur ein Schlagwort für die Leute, die es gelesen haben, zum Beispiel die Situation im Keller mit der Frau. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr es
noch nicht gelesen habt, werdet ihr es wissen, wenn es denn soweit ist und ihr es gerade lest. Also ein Höllentrip auf jeden Fall, aber ich empfehle es trotzdem auch den etwas zart beseiteteren Menschen, Lesern, weil es eben doch einfach zu spannend ist, als dass man es nicht liest. Außer ihr lest grundsätzlich keine Thriller und ihr könnt überhaupt nichts lesen, was mit Blut oder Kindern zu tun hat, ich weiß es nicht. Ansonsten empfehle ich, lest es trotzdem, denn es lohnt sich. Also wenn, das ist ein Höllentrip, auf jeden Fall, aber wenn schon durch die Hölle reiten, dann auf einem guten Pferd. Und das ist der Augensammler auf jeden Fall. Was gibt es noch zu sagen? Das Buch ist aus verschiedenen Perspektiven erzählt, das heißt aus der typischen Erzählerperspektive, aber alle Kapitel, die sich um den Hauptcharakter drehen, um den Protagonisten, die sind aus der Ich-Perspektive erzählt. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und dann gibt es immer mal wieder Situationen, die kennt man aber auch aus den vergangenen Fitzek-Büchern, Sebastian Fitzek-Büchern, so Situationen, die nicht so hundertprozentig glaubwürdig sind und die sich auch nicht so hundertprozentig glaubwürdig auflösen lassen. Das ist aber im Grunde wie bei einem guten Popcorn-Kinofilm. Ja, da quietschen die Reifen auch schon mal in der Wüste, ja, und Autos explodieren sowieso bei jeder Kollision. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und genau wie ich halt gerne mal einen guten Popcorn-Kinofilm sehe, schaue ich mir auch gerne mal einen guten Arthouse-Film an, und so ist es auch bei Büchern. Das ist Popcorn-Kino, auf jeden Fall, aber sehr gutes, sehr unterhaltsames. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr die Sebastian Fitzek-Bücher der Vergangenheit mochtet, dann werdet ihr dieses Buch lieben. Mir hat es ausgesprochen gut gefallen und deshalb habt ihr meine Empfehlung. Der Augensammler Sebastian Fitzek, erschienen bei Drömer. Ich bin jetzt raus und ihr seid im Bild. Bis zum nächsten Mal. Adios.